wie die studieren ja heute schon das Studium praktizieren, das ist ja im Grunde ein großes World of Warcraft, ne? So wie die das irgendwie in den Bachelor und Master da durchziehen. Die gucken sich an, wo kriege ich wann welche Punkte und was muss ich dafür leisten. Das ist also wirklich wie ein Spiel. Diese Big Data-Geschichte im Bildungsbereich ist sehr stark an dieses Mainstream-Denken von Bildung gekoppelt. Also man versucht, Menschen optimal vorzubereiten für den, ich versuche es jetzt positiv auszudrücken, man versucht sie vorzubereiten für den Berufsalltag in Angestellten-Situationen. Und gleichzeitig ist natürlich, also wenn ich es bösartig ausdrücke, damit natürlich auch ein Selektionsprozess verbunden. Weil wir wissen, es gibt halt nicht diese 100% Jobs, will auch nicht jeder so einen Angestelltenjob. Und es gibt sie aber auch nicht. Und also versucht man, die Besten da rauszuqualifizieren, rauszuholen, rauszufischen. Und es ist ja auch genau das, was bei Udacity jetzt auch schon passiert. Und dass halt die Ergebnisse, die Testergebnisse an Google, an Facebook, an Twitter kommuniziert werden, um damit die sich die besten Programmierer dann quasi schon gleich aus dem Studium rausfischen können. Ist an sich ganz klug gedacht, ne? Ist auch wirklich ein Geschäftsmodell. Also deshalb, ich verstehe immer die Diskussion nicht, dass sie kein Geschäftsmodell haben. Die haben ganz klar Stares. Also das rechnet sich, natürlich rechnet sich das. Und das ist aber natürlich ein Problem, weil in dem Moment, wo ich mich also mit meinem realen Namen da eintrage, ich habe vielleicht überhaupt gar nicht so das Interesse, jetzt der große Programmierer zu werden, aber weil es mir vielleicht Spaß macht, fange ich an, da irgendwie ein bisschen Programmieren zu lernen. Und dadurch generiert sich aber ein humanes Abbild über diese digitalen Spuren, die ich hinterlasse, von mir, was vielleicht gar nicht mit mir eigentlich so richtig übereinstimmt, aber was meinen Berufsalltag später, meine Karriere sehr wohl beeinflussen kann. Wenn wir diesen Aufklärungsprozess wirklich transparent machen, dann denke ich, kann man das auch so hacken quasi auf eine Art und damit auch spielen. Wenn man es natürlich ernst meint, wenn man wirklich bei Google als Programmierer arbeiten will, oder woanders, in einem anderen, wegen mir in einem vielleicht nicht ganz so renommierten, aber doch immer noch großen Unternehmen, dann sollte man aufpassen, glaube ich. Wir können als Menschen auch immer kreativ damit umgehen. Das ist doch die einzige Hoffnung, die ich immer habe. Unsere Kreativität.